Willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn in the Frozen Wilds. Wir sind hier an der Ausgrabungsstätte und haben Olin gefunden. Die haben hier gerade so Maschinen wiederbelebt. Und was am geilsten ist, irgendjemand hat mit uns über unseren Fokus kommuniziert und die Fokusse der anderen ausgeschaltet. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber es geht richtig ab. Und jetzt haben wir den Auftrag, die Verderber hier auszuschalten. Und ich nehme an, es gibt irgendeinen Trick dabei. Es gibt nämlich hier noch diese Kultisten-Gräber-Leute und ich habe das Gefühl... Ah ja, da ist Olin. Der darf also nicht verletzt werden, nehme ich an. Und da hinten ist ein Kultist. Oh, jetzt habe ich schon natürlich den ersten Fehler gemacht. Kopfschuss. Number one is down. Da hinten ist noch einer. Sehen wir den ja. Oh, 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 oh. Das Nora-Mädchen lebt? Tötet sie! Nein, ihr hattet eure Chance. Oh, fucking hell. Boah, fuck, wo schießt sie denn hin heute? Solange die... Oh nein, er kommt hoch. Die blöde Sau kommt hoch, Alter. Oh nein. Ah, fucking hell, hat mich gesehen. Oh, fuck. Wo kann ich mich verstecken? Ich muss Feuerpfeile nehmen, glaube ich. Shit, ich glaube, das wird nichts. Das wird hier Monsterfight. Oh no, 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 no. Oh, weg, 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 weg. Hallo? Oh Mann, ist das ein Fight? WTF, ich burne. Burn like hell! Und nochmal 160 Schaden drauf. Und wieder daneben und da kommt der Stein geflogen. Wow, das war ein doppelter Ausweicher. Boah, der Fucker da oben. Los, Aloy, verpiss dich. Wow. Oh shit, den habe ich voll aus den Augen gelassen, den Jungen. Oh nein, es geht zu Ende. Es geht zu Ende. Komm Aloy, beweg dich. Schneller. Ich sagte schneller. Scheiße, Mann. Die kriegen mich. Erstmal hier oben in Sicherheit, hoffentlich. Wow. Wer schießt da so eine Scheiße auf mich? Wow. Wow, erstmal Ruhe reinbringen. Und noch ein paar Pfeile herstellen und dann hier unten mal den Kollegen ausschalten. Ach, das kann einfach nicht sein.
So. Und da oben den Kollegen auch noch. Ah, der versteckt sich da oben. Kriege ich ihn trotzdem? Was ist das denn? Wo schießt sie denn hin? Okay. Schnüffelt hier immer noch rum. Alright, ich leg an. Zweiter Pfeil drauf. Und... da unten ist ein bisschen... Ach, warum? Da trifft der nur einer, weil der sich gerade dann wegbewegt, der Kollege. Ja, aufgeben sieht aber anders aus. Der eine ist fast down. Ich jetzt mal hier hoffentlich gleich seiner Ausrüstung berauben, wenn ich ihn treffen würde. Mein Gott, ist das langweilig eigentlich, aber... ich habe sonst keine Chance, glaube ich. Und jetzt ist er gleich down. Und das war's mit Nummer 1. Und der zweite. Für den zweiten nehme ich jetzt Feuerpfeil. Oh. Erstmal alle nachbauen hier. Dann ziehen wir ihm noch einen über den Schädel mit den... so. Und Feuerpfeile oben drauf. Solange er burnt, kann ich ihn jetzt mit einem anderen Pfeilen betackeln. Und da ist anscheinend unser Supporter. Meine Fresse. Geh down. Oh nein. Ich schieß an ihm vorbei wieder. Was ist das denn? Hallo? Geht doch. So soll das sein. Nicht so. Das war der zweite und da oben ist jetzt noch der eine Kollege. Boah, der versteckt sich. Was für eine feige Sau. So, wir nehmen hier erstmal alles jetzt auf, was wir finden können. Die zwei Dings sind ja, die sind ja schon down. Verderbte Spule. Ja. Lassen wir das mal liegen. Wo ist jetzt... können wir jetzt mal den letzten da oben runterkriegen irgendwie?
Was ist das hier für ein cooler Typ, Alter? Der macht hier so geile Moves. Ich kann durchatmen. So. Der ist auch down. So, wo ist Olin hin? Da unten liegt er. Versprochen. Ich sage dir alles. So, komischer Fight eigentlich. Die Mörder, die bei der Erprobung waren. Wer sind die? Die Eclipse. Eine Art heilige Krieger. Ein Kult der Schattenkarja. Schattenkarja? Oh, oh. Sie sind nicht wie die Karja, die ich kenne. Sie beten nicht zur Sonne. Sie beten zu einer Art Teufel. Ihr Aberglaube interessiert mich nicht. Oh, das ist kein Aberglaube. Ihr Teufel ist real. Er hat einen Namen, eine Stimme, eine schreckliche Stimme. Sie tun, was er befiehlt. Jetzt wird's interessant. Eine Maschine, die zu ihnen spricht? Du sagst, der Teufel der Eclipse hat einen Namen? Hades. So nennen sie ihn. Hades. Hades. Na, kennen wir doch. Und er kann sprechen? Bei meinem Stahl. Ich hörte es. Einmal, als er dich sah. Diese Stimme. Ein kaltes, schreckliches Klirren, das an den Knochen kratzt und dich aushöhlt. Also eine Maschinensprache. Metallisch, aber nicht wie aus der Erde oder dem Schmiedeofen. Was hat er gesagt? Systembedrohung erkannt. Nur zwei Worte. Mit der Stimme eines Teufels. Ach, hey. Wir kämpfen hier also gegen irgendeine Art, maschinelle Sicherheitsprogramm oder sowas. Warum graben die Eclipse alte Maschinen aus? Und wie bringen sie sie zum Laufen? Das interessiert mich auch. Ich dachte, sie wollten die Teile, doch sie erwecken sie wieder zum Leben. Sie pflanzten ihnen irgendein Gerät ein, sodass Hades sie aus ihren Gräbern rufen konnte. Gegen solche habe ich schon gekämpft. Gibt es andere? Also nur an... Ja, wie Aloy, nur andersrum? Wie du erledigt hast, nennen sie Verderber. Aber es gibt noch andere, viel größer, die uralte Waffen tragen. Sie heißen Todbringer. Ich habe sie nur in der Erde gesehen. Aber nach heute ist alles möglich. Was ist denn heute passiert? Bauen sie eine Armee auf. Wenn ja, wird die Welt fallen. Und ich bin mitschuldig. Ja, Olin. Und das nur, weil du deine Familie schützen wolltest. Was wollen die Eclipse-Kultisten noch, außer mir? Ich weiß es nicht. Aber mit dem Karja-Bürgerkrieg wollen sie wohl Avad stürzen und Meridian zurückerobern. Was habe ich damit zu tun? Ich weiß nicht. Im Kampf bei der Erprobung griff mich ein Mann an. Groß, stark, tote Augen. Helis. Und wer ist das? Der Schrecken der Sonne. Wir nannten ihn Leichenstapler, als er der Streiter des Sonnenkönigs war. So kommt alles zusammen. So schließt sich der Kreis. Er ist uns gerade gefolgt. Er führt jetzt die Eclipse an. Glaub mir, er ist der gefährlichste von allen. Die Eclipse sollten mich töten, weil ich einer Frau ähnlich sehe. Älter als ich. Viel älter. Kurzes Haar. Wer ist sie? Ich weiß nicht. Mein Fokus fand einmal ihr Bild in den Ruinen bei Schöpfers Ende. Vielleicht findest du sie dort. Oh. In den Ruinen gefunden? Jetzt wird's spannend, wie? Ey. Da war eine Tür und daneben irgendein altes Gerät, das das Bild der Frau enthielt. Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Ja, rück raus, sie Junge. Wie sie. Ist sie deine Mutter? Ich stelle hier die Fragen. Wie kam die Eclipse auf dich? Ja, sie entführten deine Familie, aber warum du? Ich war ein Wühler. Ich grabe an dunklen Orten und bin gut darin. Sie wussten wohl, dass ich ein guter Speer wäre. Ich war in einer Höhle bei Schöpfers Ende. Als ich rauskam, warteten sie. Ich lachte über den Priester. Und er zeigte mir Helis Engagement. Da lachte ich nicht mehr. Er gab mir den Fokus, um mich zu überwachen. Ich folgte Befehlen. Ja, das machen du alle Leute Zugang immer. Zu Meridian. Warum kam sie nicht an Avad heran? Jemand wie ich erhält keine Audienz beim wahren Sonnenkönig. Aber was Ersa und Erend mir erzählten, die Eclipse hörte jedes Wort durch den Fokus. Deshalb konnte ich dich nicht warnen, denn sonst hätten sie meine Familie getötet. Deswegen war er so kurz angebunden auch. So, na dann richten wir ihn mal. Ich habe genug gehört. Beenden wir es. Ich werde nicht um mein Leben betteln. Aber wenn etwas Mitgefühl in dir steckt, rette meine Familie. Bitte. Wo kann ich sie finden?
Mein Fokus hat den Ort gespeichert. Dort sind immer Wachen. Aber warum können die ihn jetzt nicht überwachen? Die wissen doch, dass er jetzt mit ihr redet. Mein Gott. Es wird viele gute Taten brauchen, bis alles abgegolten ist. Du verschonst mich? Nach all meinen Taten? Ja. Ein neues Leben, Olin. Und schmiede es weise. Dann stehe ich den Rest meines Lebens in deiner Schuld. So soll es sein. Geh dorthin, wo deine Familie gefangen ist. Wohl an, und warte auf mich. Ihre Leben sollst du zuerst retten. Es ist zu viel der Gnade. Aber ich werde sterben, um mich als würdig zu erweisen. Ich werde auf dich warten. Cool. Neuer Supporter. Hauptquest abgeschlossen, die Stadt der Sonne. Eifertigkeitspunkt 6000 EP. Das ist doch mal hervorragend. Ja. Schöpfers End. Gibt's hier noch irgendwas zu finden rundherum? Wir sind hier lang gekommen und Schöpfers End liegt natürlich am Ende der Schöpfung, ganz oben im Norden wieder, Nordwesten. Ich bin mir nicht sicher, wollen wir da hin? Was ist das denn für ein Hauptquest? Stufe 14, das hört sich gar nicht so schlecht an. Und so, schauen wir uns auch nochmal die ganze Karte an vielleicht. Die Reichen berauben, okay. Ganz viele neue Sachen. Und wir haben jetzt hier zwei Fertigkeitenpunkte. Können wir mal schauen, was es hier jetzt gibt. Weil hier gibt es noch stille Landung. Gut. Da könnte ich dann springen und dann würden die mich nicht hören. Und ducken ist, da bin ich noch einfacher nicht zu sehen. Präzision ist gut. Und Präzision 2. Wow. Das ist gut. Aber Dreifachschuss und Schnellladen. Ich denke, Schnellladen ist auch ganz geil. Dann kann ich mehr aus meiner Konzentration machen. Ich warte noch auf den anderen, auf den dritten Punkt, der mir dazu fehlt, und dann nehme ich das. So, haben wir das auch geklärt. Und wir machen uns jetzt einfach auf den Weg. Ich mache jetzt einfach das, was Olin mir sagt, und begebe mich nach Schöpfers Ende. Mal gucken, was auf dem Weg dahin noch auf uns so, ja, wartet. Hier liegt noch ein Verderber. Achso, der hatte noch diese Spule, die ich nicht will. Gut. Also der Fight hier war ein bisschen merkwürdig, weil ich hatte mir irgendwie einen krasseren Kampf erhofft, aber ich wurde irgendwie nicht so richtig gejagt, nicht so richtig, konnte mich gut verstecken eigentlich. Und dann aus der Ferne alles niedermetzeln. Ganz schön, also ungewohnt würde ich sagen. Hier kommen wir her, hier wollen wir zurück. Und die Kiste hatten wir vorhin schon mal aufgemacht, glaube ich. Und jetzt hier runter. Exaktement. Du wirst mir sicher noch nützlich sein. Und gleich schauen wir nochmal auf die Karte. 1400 Schritte sind jetzt nicht so viel. Aber ich wollte mal schauen, was da auf dem Weg auf uns so wartet alles. Kommt gleich ein Lagerfeuer, dann kommen hier solche Viecherchen. Mhm. Gefällt der Gefallenen, das ist auch ein Quest. Oh, das ist ja doch ein ganz schönes Stück, oder? Oh, meine Fresse. Verstorbene Zone. Wer ist denn... Was war denn das für ein Quest hier? Ah, das Feld der Gefallenen 19. Puh, ich weiß es nicht. Ich denke, Schöpfers End, Stufe 14 hört sich ein bisschen interessanter an. Und dann sind wir auch schon mal da gewesen. Wo ist jetzt dieses Lagerfeuer hier? Ich hab's doch gerade auf der Karte gesehen. Links von uns. Ja. Genau, da wollen wir jetzt safen. Und dann machen wir uns weiter auf den Weg nach Norden. Das ist ein Foxy. Und den haben wir wieder. Und der hat diesmal etwas Fuchsknochen dabei. Das ist super hoch. Weil jetzt könnte ich hier mal schnell meine Tragkapazitäten erhöhen. Was? Fischgeräte, Truthahn, Wein, Waschbär. Wofür... Oh, zweimal Fuchsknochen brauche ich für Modifikationsbeutel. Oh, na gut, muss ich nochmal warten. Was für ein Pech, ich hatte mich gerade so gefreut. Auf geht's, die Straße nach Norden. Oh, da ist eine Festung. Und da kommt
ein Tierchen geritten. Oh. Der will nicht. Das sind die geilen. Ich glaube, das sind die, die so geil explodieren können. Erend. Er steckt in der Klemme. Oh. Jetzt muss ich doch hier. Na gut, dann machen wir hier weiter. Gut, wenn ich jetzt hier mitten reinlaufe. Ja, bitteschön. Mache ich hier doch noch andere Quests nebenbei. Nice. Komm her, lass uns reden. Ja, ist ja gut, Erend. Wo bist du denn, Kollege? Da hinten. Gut. Komm jetzt, worauf wartest du? Ja, ich will hier noch kurz das durchlooten, alles. Um nichts zu verpassen. Willst du nicht reden? Was machst du ganz alleine hier draußen? Wo sind deine Männer? Ich riskiere nicht ihr Leben. Wenn ich dabei draufgehen sollte, ist es nicht so schlimm, aber nicht sie. Tut mir leid, dass du es ausbaden musstest. Oh, keine Angst. Das ist ein ganz normaler Tag für mich. Du weißt schon, Maschinen vernichten, Mörder jagen. Ja. Und was ist dann ein unnormaler Tag? Können wir loslegen? Erzähl mir, was mit Ersa passiert ist. Alle Einzelheiten. Niemand weiß es genau. Sie brach in der Nacht auf mit einigen ihrer besten Männer. Ihre besten Männer? Und dich nahm sie nicht mit? Nein. Ich hatte zu viel getrunken. Wer kennt das vielleicht nicht, dachte, ne? Sie, verdammt, ich weiß es nicht. Dass ich es nicht packe. Suchtrupps fanden tags darauf ihre Leichen. Und die von ein paar Schatten-Kaja-Feiglingen. Es war ein Hinterhalt. Die Schatten-Kaja sind Tiere. Also die Kultisten und die Schatten-Kaja sind dieselben Leute. Sie wurde so übel zugerichtet, dass man sie kaum noch erkennen kann. Und die versuchen so eine Art Bürgerkrieg hier aufrechtzuerhalten. Ja. Indem sie Maschinen überbrücken. Wird es ihnen auch leid tun. Und auf die Menschen hetzen. Oder so, falls ich das richtig verstanden habe. Warum haben die Schattenkaja das getan? Weil sie uns hassen und Ersa am meisten. Zusammen mit Avad hat sie sie aus Meridian gejagt. 2 Jahre haben sie ihre Wunden geleckt. Und jetzt haben sie sich an ihr gerächt. Ja, shit happens. Und du hast keine Ahnung, warum sie mitten in der Nacht aufbrach? Nein. Doch es war bestimmt dringend. Eine Nachricht, Neuigkeiten über die Schattenkaja, ich weiß nicht. Klingt nach einer Falle? Geht's dir wirklich gut? Tja, ich bin nüchtern, also nein. Wow, immerhin kannst du klar denken. Gewöhn dich nicht daran. Ja, das habe ich schon gemerkt, du bist nicht so der Denker. Na gut. Zeig mir, wo Ersa fiel und ich versuche dir zu helfen. Dann komm, folge mir. Los geht's, dann machen wir jetzt also doch diesen Quest. Mein Gott. Hier, ein Change nach dem anderen. Gut, dann folgen wir jetzt Erend. Was soll's, ne? Wenn wir schon hier reinrennen in den Quest, dann müssen wir den jetzt auch machen, auch wenn das ein 19er ist und wir auf 21. Es wird also ein bisschen kritisch. Wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als die anderen Quests so. Hier liegen noch Wächterleichen. Wir müssen hier noch ein bisschen Holz sammeln. Damit uns nicht irgendwann zwischendurch die Munition ausgeht. Es ergibt keinen Sinn. Nee, es ergibt wirklich keinen Sinn. Aber vielleicht gibt es ja hier so eine versteckte Ausgrabungsstätte oder sowas. Ist das Schatten-Kaja-Gebiet? Nein, sie brachen die Waffenruhe sofort, als sie in die Kluft kamen. Der hat aber eine richtig geile Axt da hinten auf seinem Rücken. Er hat da so einen Zweihänder. Sieht aus wie so ein
Eine Mischung aus riesigem Hammer und Sichel oder sowas. Hier ist es, hier war der Überfall. Ja, es sieht aus wie ein Überfall. Abgesucht, aber vielleicht findet dein Artefakt noch einen Hinweis. Bitte. Ich muss diese Mistkerle finden. Hier wurde etwas gezogen. Wurde hier jemand weggezerrt? Ja, ich nehme an. Hast du was entdeckt? Das Blut formt eine Linie. Als ob es von etwas heruntergetropft wäre, wie einem Karren. Siehst du? Wagenspuren. Ich glaube, jemand brachte die Leichen her und verteilte sie auf dem Feld. Wie bitte? Meinst du damit, man hat die Toten hier woanders getötet? Warum sollten die Schattenkarja das tun? Weil es nicht die Schattenkarja waren. Bin ich nicht mal sicher, ob die Schattenkarja dafür verantwortlich sind. Es muss so sein. Tja, die Spuren werden es zeigen. Oh ja, wir rennen wieder Spuren hinterher. Auf geht's, Erend. Auf geht's. Klipp, klapp, klipp, klapp, klipp, klapp. Jetzt klappert die Mühle am rauschenden Bach. Klapp, 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 klapp. So, hier geht's hoch. Da ist der Wagen lang gefahren. Hier oben ist ein kleines Lagerfeuer. Zwischenspeichern tut immer gut. Da fühle ich mich immer gleich ein bisschen sicherer. So, weiter hoch. Hier brauche ich eigentlich auch gar nicht mehr meinen Fokus, weil man sieht ja die Wagenspuren ja, einfach so straight. Und da oben ist ein altes Ruinchen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Meine, und die rennt hier eine Steigung rauf, ey. Wenn man sich überlegt, das mit Rad hochzufahren, dann... Puh. So, was passiert hier jetzt? Eine alte Radarstation, so wie das aussieht, die irgendwie zusammengebrochen ist. Huch! Ja, das wollte ich nicht. Alte Gefäße, super. Here we go, das sieht doch mal phänomenal geil aus hier oben. Und da sind schon Menschen mit Schleudern. Attention, please. Das sind keine Schattenkarte. Eine Tanne, bitte. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Sie kommt uns holen. Oh, jetzt geht's los. Ich kann nicht mehr. Wow. Das war genau richtig. Dich kriege ich, Kollege. Sterbt, ihr Teufel. Boah, nachladen ist echt lame. Boah. Hallo? Ich treffe nicht mit dem. Oh, fuck. Scheiße, Alter. Ich bin gleich down, wenn es so weitergeht. Und ich habe auch keinen Trank mehr. Okay. Einen habe ich. Immer schön in Bewegung bleiben. Ja, so. Wo ist der Rest? Oh, da oben ist noch einer. Wir sind nah dran. Gib
nochmal alles, was ihr... Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Oh fuck, was passiert jetzt? Oh oh, ich glaube, hier passiert gleich richtig was Krasses. Und ich muss unbedingt dafür sorgen, dass ich hier irgendwo hochkomme. Weil das sieht mir aus wie... Oh ja, oh ja. Oh ja, was passiert? Was macht der hier? Geh weg. Ich will nicht mit dir spielen. Da ist noch einer, oder was? Oh, der hat mich gesehen. Warum hat er mich denn gesehen? Komm, Aloy, renne! Bring hier das Haus zwischen dich und die Leute da. Ich muss hier irgendwo hochkommen. Wo geht's hier rauf? Hier geht's nirgendwo rauf. Scheiße, Mann. Ist das zum... Es ist zum Brechen. Wow! Ich komm nicht. Ich bin unter den Felsen gefangen. Wow, ich bin wieder raus. Sehr gut. Und jetzt schnell weg. Schnell weg. Und hier geht's hoch. Hier geht's rauf. Komm. Geh ich hier rauf? Nein. Was gibt's hier drin? Oh, erstmal Sicherheit. Schockfallen, okay. Ich habe leider nicht mehr so viel Heilungszeug da, dass ich jetzt hier in den direkten Fight gehen könnte. Ich kann mich hier oben schön verschanzen. Und ihm nochmal ordentlich eins mitgeben. Das ist super gut. Und noch eins. Boah, shit. Voll auf die Panzerung. Oh, das läuft besser hier. Das läuft ganz gut. Und der ist gleich down. Yes, sir. Uno. Wo ist Nummer 2? Nummer 2 versteckt sich da hinten irgendwo. Will der mich jetzt hier rauslocken, oder was? Yes, sir. Zwei Maschinen sind down. Das war's. Mein Gott, war das aufregend. Osheram, keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Gut. Gut, dass ich da dieses Versteck gefunden habe. Benutzt dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Mein zweites Gesicht sagt mir, dass ich jetzt erstmal hier die Maschinen looten möchte und dann können wir hier gern weitermachen. Und damit haben wir den zweiten Pirscher, die zweite Pirscher-Trophäe. Wo ist denn der andere Daumen gegangen eigentlich? Der lag doch hier irgendwo. Da. Da. Hier, hier. Ah, der hat auch noch das eine oder andere dabei. Und hier gibt's jetzt so viel Blut. Blut. Was sind das für Lederriemen? Hm, wer weiß das? Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Oh, anscheinend hat sich da jemand gewehrt. Vielleicht lebt ja die Madame auch noch. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da gibt's noch was. Ah, hier gibt's überall noch was.
sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Ein Hinterhalt aus den eigenen Reihen? Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. So. Gibt's noch mehr Stellen zu untersuchen? Ja, hier drüben. Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ein Massaker. Na, hier waren wir doch schon. Da hinten ist noch ein alter Turm, okay. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Ja, hier war ich doch schon. Oh Mann, ich reiß immer nicht. Oh, da oben geht's. Da oben ist noch was. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Die haben also Granatwerfer oder sowas. Das war jetzt die fehlende Information, alles klar. Und, was sagt Ehren dazu? Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ja, vielleicht geht's darum. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Und warum nicht bei uns sie anwenden? Etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht, bin ich Aloy und ich weiß alles besser. Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Ja, nimm den Helm mit, Kollege. Genau so machen wir das. Treffen wir uns in Meridian und ich, ja. Ich sage, danke für die 6330 Erfahrungspunkte Questbelohnung und den neu umbenannten Hauptquest ins Grenzgebiet. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, haut rein, tschüss!